Hallo Leute, es geht weiter mit Satinavs Ketten, Rondra zum Gruße oder die Zwölfe zum Gruß, wie auch immer. Wir haben mit Geron zuletzt die Bücherregale durchgestöbert, kann man aber da hinten auch gucken. Das hatten wir doch nämlich schon eigentlich. Es sind ja mehrere Abschnitte, aber irgendwie finden wir hier auch nicht wirklich was, ne? Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Droiden wird gedacht, soll auch nur... Genau, das war das, was wir als erstes hatten. Vielleicht spar dir die Mühe, Magister. Ja, gut, dann, ja, Was kann ich denn dann machen? Gucken wir uns nochmal die Schrifttafel auch an. Vielleicht können wir ja die Lupe benutzen. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Die Lupe bringt ja hier jetzt auch nichts, oder? Ich glaube nicht. Sind das Zauberformeln? Lehrsprüche, in der Gelehrtensprache, aber recht kleingeistig, wenn ich das sagen darf. Prosapientia discere, pro animum abstinere, pro regnum mori, für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Sehe ich auch so. Finde ich gut. Ne discere cessa. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Irgendwie habe ich zum Teil die Sachen auch schon mal gehört. Aber ob das uns jetzt gerade wirklich weiterbringt, ich weiß nicht. Bis auf das Bein scheint der Forscher wohl auf zu sein. Verrückt war er ja schon vor dem Krähensturm. Vielleicht sollten wir dann jetzt doch nochmal zu dem anderen Magier gehen. Viel zu viele Bücher. Das kann doch kein Mensch alles lesen. Ich glaube, wir haben alles durch. Ich glaube schon. Ich hoffe. Nicht, dass ich eine Sparte vergessen habe. Dann gehen wir nochmal zu ihm rein hier. Husch, husch. Können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Oder immer noch nicht? Wo finde ich das Artefakt des Seers? Der Ralf, er will ihn. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Quod Dei benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eos causa discimus. Ja, nein. Was ist los mit dir? Warum sollte ich? Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Ist da der Ralf drinne, oder was? Besser nicht. Am besten zerstöre ich hier drin nur... Hier, mach's doch einfach so kaputt. Wozu denn? Ich will das da drinne haben, was da ist. Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Feuerball! Flieg! Ja. Hier, nimm deinen Hut. Eos causa dist... Halt doch den Schnabel. Ganz ehrlich. Was mache ich denn jetzt mal am besten? Weinkaraffe. Die haben wir ihm weggenommen. Vielleicht ist ja hier unten auch noch irgendwas. Götterkreis, den nochmal vielleicht angucken. Der Kreis der 12 Götter. Die Zwölfe zum Gruße, ne? Sag ich jetzt mal so dazu. Warum ist immer alles unerreichbar? Ja, du kannst ja da auch wieder hin, aber was tun wir denn da überhaupt rein? Weiß auch nicht. Das hat uns ja auch irgendwie nicht viel gebracht. Die Tür war zu, ne? Die ist abgeschlossen. Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Gehen wir nochmal runter.
da Toilettenhäuschen und sowas. Nee, also dann, was hat es denn hier mit diesen 12 Dingsbums auf sich? Kann ich jetzt hier zaubern? Ach nein. Ich weiß nicht. Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Vielleicht dieser Reif oder so? Hier, rein mit der... Passt nicht. ...Gabel da reinstechen. Passt nicht. Ja, vielleicht der Reif oder ich weiß auch nicht. Vielleicht irgendwas anderes Tolles. Ich weiß. Du weißt sowieso nix. Was weißt du überhaupt? Ich mach mal hier den hier. Aber ich sehe da jetzt auch nichts sonst. Hätten wir jetzt hier in den Bücherregalen eigentlich was finden sollen? Oder sprechen noch mal an. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Wer ist Magister? Die Vizespektabilität. Er hat sich seit Tagen... Du findest ja, die... Doch, er hat ja. Das hatten wir auch schon. Anderes Thema. Wegen etwas... Was wisst... Was genau... Ja, es gibt ja nur noch das. Bin glatt. Ja, es... Nee, es hat überhaupt nichts gebracht. Er hätte doch hier irgendwas finden müssen, oder nicht? Oder doch, oder... Historia, der Seher von Angagastor. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen? Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Das hatten wir ja auch alles schon. Wir hatten alles schon, meine ich. Über Feenwelt gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht ein... Oder ein... Ja. Gut. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier gerade so wirklich weiterkommen. Es muss also... Warte, da waren auch noch welche Tafeln. Ah! Andergast Vivat... Andergast Kreskat, Andergast Floriat. Vielleicht hat es was hiermit auf sich, mit den Schrifttafeln. Fatum est inscriptum. Ah, da ist was. Dahinter muss ein Geheimfach sein. Uhu. Die Tafel klemmt. Das kriegen wir hin. Wir finden einen Weg. Haha. Sieh an. Cool. Ein Schlüssel. Ah. Warum hat der Magister den Schlüssel ausgerechnet hier versteckt? Es hätte doch sicher geheimere Orte gegeben. Weiß ich nicht, damit man es auch irgendwie findet oder so. Mit dem Schlüssel machen wir auf jeden Fall jetzt mal die Tür hier auf. Ach, das ist ja schön. Dann kommen wir ja weiter. So. Kein Schloss. Wie jetzt? Kein Dann vielleicht... Aber hierfür? Er könnte in dieses Loch passen. Ach, echt? Aha, schön. Und was das nun? Ist aber... Das Ganze dient hoffentlich nicht nur der Erbauung. Dann war es aber wirklich nicht gut versteckt, ganz ehrlich. Okay, jetzt haben wir hier so ein tolles Rätsel mit den ganzen... Hier haben wir Rondra. Mit den ganzen Göttern. Aus das schwarze Auge. Was geschieht jetzt? Ah. Pereine segnet unsere Ernten. Ja, Fex und so. Also, nur auf was wollen wir denn hinaus? Buron ja wohl nicht, oder? Hier, wir nehmen unser geliebtes Rondra. Tada! Und Buron. Zusammen. Krieg und Tod. Bleh. Okay. Er fährt. Der unberechenbare Meeresgott. Praios, der Götterfürst. Erster unter den Göttern. Ja, dann nehmen wir den, der klingt gut. Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles so kompliziert gemacht? Nehmen wir die auch noch. Zu Ingerim beten die Schmiede. Pereine See. Glück und List. Noch hat Fex mich nicht verlassen. Dann nehmen wir den auch. Die wandelbare Eidechse Ingwal. Von manchen auch Zar genannt.
Der grimmige Firun. Hoffentlich hat Gwynling den Weg in deine Jagdgründe gefunden. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand. Der Herr über das Totenreich. Nuri wirst du noch nicht bekommen, aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Welche mögen es denn dann wohl sein? Travia. Treu, fürsorglich, verlässlich und ein bisschen langweilig. Aber das habe ich nicht gesagt. Der unberechenbare Meeresgott. Ach, ja, schön. Vielleicht gehört ja... Hey, das waren offensichtlich die falschen Symbole. Oder in der falschen Reihenfolge. Oh. Praiost Erster. Aha. 1, 2, 3, 4. Und dann noch ein Fünfter. Ein Fünfter. Fünf Götter sollen es also sein. Aha. Dann kommt ja wohl die das zuerst. Was war das die nochmal? Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles... Ja, komm, nehmen wir auch auf jeden Fall den Tod. Glück. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf gegen Nostria bei. Meistens. Hm, woher weiß man denn? Oh Gott, woher weiß man das denn? Kann uns da nicht irgendwas helfen? Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Aha. Vielleicht sollte ich mir die Sachen auch nochmal... Was soll denn das dann für eine Zahl sein? Eine 5? Oder? Weil das ist ja eine 2. 5, 1, 2? Nee, Quatsch. Dann das hier... Oder das ist... Nee. Ist das eine 1 und 3? Oder sollen das 13 sein? 1, 2, 3, 4. Ja, aber es sind 5 Zahlen. Und es sollen 5 Götter gewählt werden. Also kann man die schon alle als einzelne Zahlen betrachten, sozusagen? 5? Was soll das denn dann hier sein? Hä? Da kapiere ich nicht. Also 1 und 3 kann ich noch erkennen, die 2 auch noch. Aber was sind die ersten alleine? Wenn... Vielleicht ist das auch einfach nur eine schlechte 5. Ne, sonst wäre das Wort umgedreht ja auch nicht so zu lesen. Ja, und was ist das dann hier? Eine schlechte 1? Oh Gott. Warte, ich schreibe mir das mal auf. Wenn ich meinen Stift jetzt schnell hätte. Ja, es kann alles sein. Ja. Und dann ist die Frage... Wie soll ich das denn jetzt lesen? Als Buchstaben soll ich sie ja nicht lesen, ne? Ich soll sie als Zahlen lesen. Weil sonst hätte man das ja irgendwie mit den Götterbuchstaben, Anfangsbuchstaben irgendwie kombinieren können. Aber so ist das ja echt irgendwie ein bisschen komplizierter. Nee? Ist ja auch eines der letzten Rätsel wahrscheinlich. Das muss jetzt sehr knackig werden. Zu Ingerim beten die Schmiede. Praios, der Götterfürst, erster unter den Göttern. Warum kommt der dann nicht als erstes? Aber das sieht ja hier auch überhaupt nicht so danach aus. Wenn der hier als erstes anfängt, könnte man ja hier zählen. Wenn man so rumgeht. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre dann Borun zuerst. Dann... Die 1, das wäre der, wenn das halt eine 1 ist. Es sieht halt so komisch aus. Oder als Vorletzter. Nehmen wir mal Praios dann zuerst. Erstmal. Dann kommt die 2. Warum kommt denn der Meeresgott? Naja, egal. Jetzt kommt wieder eine 1. Und das ist eine richtige 1. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand.
Der grimmige Firun. Hoffentlich hat Gwynling die wandelbare Eidechse Ingval, von manchen auch Zar genannt. Es könnte natürlich auch ein I sein, ne? Für Ingval? Oder das ist eine 1 und das ist ein I? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das irritiert mich ein bisschen. Kapier ich irgendwie nicht. Und einfach mal rumprobieren. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Würde mit Boron ja passen. Dann nehme ich mal Praios als ersten Gott. Dann würde Rondra kommen. Das ist ja hier gar nicht, das ist ja der dritte. Dann würde das dazu kommen, Rondra. Ja, jetzt vielleicht das I, wenn es ein I ist. Und dann Effort. Das war schon mal nicht richtig. Boron, Praios, Rondra. Weiß ich nicht. Ingval und Fex. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal alles so ein bisschen, ne? Ja, wobei. Nehmen wir mal Boron. Dann das I. Komische Ding für Ingval. Könnte auch. Zu Ingerim beten die Schmiede. Könnte auch die Schmiede sein, aber warum? Rondra. Praios. Und jetzt das nächste, das letzte, weiß ich auch immer nicht. Weiß halt nicht, ob es richtig ist, dass ich mit Boron anfange. Aber 1, 2, 3, 4, das wäre Boron halt. Der Herr über das Tod. Genau. Aber den fängt man mit dem Tod an, keine Ahnung. Dann hier der Erste unter den Göttern. Krieg. Und so. Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles ja, so... Ja, das müsste doch... Man könnte natürlich auch so rum wieder zählen. Dann wäre das auch wieder anders. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre Fex der Erste. Dann Ingval. Raya. Praios. Und Ingrim. Auch nicht richtig. Ja, ich komme nicht drum rum, das Ding hier mal zu kapieren, glaube ich. Das ist aber echt, ich check's nicht. Ich verstehe das hier nicht. Aber das zusammen könnte doch auch eine 12 sein, merke ich gerade. Und es sind ja 12. 12, 1, 3. Ach nee, aber es sind ja 5, die ich anwählen soll. Es müssen ja einzelne Zahlen sein, stimmt. Weil das zusammen wäre auch eine gute 12.
Ach Manu, und wenn man immer so weiterzählt, aber das glaube ich nicht. Es wäre ja viel einfacher, das sozusagen abzuzählen, als halt könnte man ja auch irgendwie von dem Schritt den so und so viele weiterzählen. Wisst ihr, was ich meine? So ab da 5 Schritte weiter, wenn man da ist, dann die nächsten. Das glaube ich nicht. Eos, hilft mir das hier irgendwie weiter? Eos, hilft mir. Schade, dass er nicht nochmal. Nee, er hat ja nur gesagt, umgedreht sieht das aus wie Zahlen. Das hilft mir auch nicht weiter. Ja, das muss doch eine 5 sein. Aber das hier verstehe ich, wie gesagt, nicht. Wenn es 5 einzelne Götter sind, die ich anwählen muss, damit es klappt, dann sind das einzelne Zahlen. Und dann, ja, sieht das hier auch wie eine 1 aus und das aber auch. Aber das eine könnte halt eine 1 sein, wie gesagt, und das andere wie ein I. Ach Mann. Vielleicht ist es ja auch falsch, dass ich überhaupt hier immer, weil ich sage, das ist der erste unter den Göttern, dass es hier anfängt mit dem Zählen. Wie gesagt, es kann ja auch woanders anfangen. Ich habe keine Ahnung. Ich. Vielleicht muss man eher auch inhaltlich überlegen oder so. Der Herr über das Totenreich, nur aber den Seher werde ich. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen. Der grimmige Firun, hoffentlich hat Gwynling den. Die wandelbare Eidechse Ingval, von manchen auch Zar genannt. Glück und List, noch hat Fex mich nicht verlassen. Pereine segnet unsere Ernten. Also ich muss jetzt hier sowieso einen Cut machen. Aber ich werde auf jeden Fall das nächste Mal weiter überlegen. Vielleicht hat es ja auch inhaltlich irgendwie einen Sinn oder so. So wie halt mit Preios, dass das der erste unter den Göttern ist. So dass es halt da beginnt mit dem Zählen oder ich weiß auch nicht. Dass man irgendwie rausbekommt von den Zahlen her, ob das da einen Zusammenhang gibt. Obwohl ich. Zu Ingerem beten die Schmiede. Aber irgendwie nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach nur noch nicht die richtige Kombi gefunden. Irgendeine wird es ja wohl sein. Mal gucken, ob ich die zufällig mit Glück oder Klugheit irgendwie im nächsten Part rausbekomme. Bis dann!